aus Kloppenburg. Hier finden am kommenden Wochenende die Weser-Ems-Meisterschaften statt. Begrüßen darf ich Herrn Dr. Wenk und Jörg Meyer. Herr Dr. Wenk, was können die Zuschauer hier in Kloppenburg bei den Weser-Ems-Meisterschaften erwarten? Ja, so einiges an Reitsport. Am Mittwoch, Donnerstag haben wir die Qualifikation zum Bundeschampionat. Da haben wir auch extrem viele Nennungen. Am Freitag fängt die Weser-Ems-Meisterschaft an. Dort haben wir Springen und Dressur auch bis zur Klasse S. Am Samstag den Alfred Borchers Gedächtnispreis, der diesmal von Philipp Bölle mit nach Hause genommen werden kann, wenn er zum dritten Mal gewinnt. Den würde ich natürlich gerne hier behalten. Und dann am Sonntag den großen Preis der öffentlichen Versicherung. Ja, das hört sich doch sehr gut an. Jörg Meyer, wie schätzen Sie die Bedingungen hier in Kloppenburg ein? Ja, seit 12 Jahren arbeite ich mit dem Reitverein Kloppenburg zusammen. Ich kann auf ein bewährtes Team zurückgreifen. In den 12 Jahren ist viel passiert. Die Plätze sind erneuert worden, alles in tollem Zustand. Und ich glaube, wir haben tolle Wettkampfbedingungen hier in Kloppenburg mit wirklich tollen Reitern aus unserer Region. Gibt es schon eine Wetterprognose fürs Wochenende? Ja, 24 Grad, leicht bewölkt, eine leichte Brise und keine Bremsen. Ja, das hoffen wir auch. Viel Spaß in Kloppenburg.